In diesem Video tanzen wir mit der Federboa. Mein Name ist Diana und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Videos zum Mitmachen und dein Frausein zu feiern. Wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne meinen Kanal. So, und dann schnapp dir deine Federboa und los geht's. Wenn du keine Federboa hast, dann kannst du auch ein langes Tuch oder einen Schal nehmen. Das geht alternativ natürlich auch, ja? Dann denkst du dir einfach, dass du hier eine ganz schöne, glamouröse Federboa hast, ja? Und ich zeige dir jetzt einfach mal, was man mit dieser Federboa machen kann. Wenn du möchtest, kannst du direkt mitmachen. Okay. Also, du nimmst dir deine Federboa um den Hals und jetzt streichelst du sie einmal dich in einer genüsslichen Bewegung. Ja, und mach das wirklich so, ja, genießerisch und genieß hier wirklich so diese schöne Weichheit der Federn. Ja, du kannst die Federboa jetzt ein paar Mal streicheln. Und jetzt nimmst du die Enden der Federboa, öffnest die Federboa jetzt zur einen Seite. Okay, wir fangen an mit links. Öffnen, hinterher schauen und wir schließen die Federboa wieder. Jetzt die andere Seite mit rechts. Öffnen, hinterher schauen. Und wieder schließen. Jetzt können wir die Federboa so ein bisschen wuscheln, bevor wir sie dann zu beiden Seiten öffnen. Ja, und mach das hier wirklich mit Stolz und genieße das. Ja, wirklich, diese Federboa ist sowas Elegantes, sowas Schönes. Mach das wirklich mit Genuss und spüre hier wirklich so diese Weichheit der Federn. Also lass auch all deine Bewegungen, die du hier machst, schön weich und schön fließend sein. Genau. Also wir haben die Federboa geöffnet und jetzt können wir einfach die Federboa so ein bisschen, ja, von Seite zu Seite ziehen. Und mit der Hüfte machen wir jetzt die sogenannten Grinds. Die Grinds habe ich dir hier in dem Video, was ich dir hier oben verlinke, schon einmal erklärt. Wenn du möchtest, kannst du dir dieses Video dann gerne einmal anschauen. Also, wir machen die Grinds und genießen die schönen, weichen Federn und ziehen die Boa dabei wirklich ein bisschen von links nach rechts. Und jetzt wirbeln wir die Enden der Federboa. Und tada, Schlusspose. Wir machen das Ganze jetzt nochmal mit Musik. Und leider darf ich hier bei YouTube aus musikrechtlichen Gründen nicht diese tolle Burlesque-Musik verwenden. Ja, ich habe dir aber hier unter dem Video eine Spotify-Playlist verlinkt und da habe ich dir wirklich ganz tolle Burlesque-Lieder in diese Playlist gepackt. Ja, du findest diese Playlist bei Spotify unter Burlesque mit Jana und ich verlinke sie dir auch nochmal unter dem Video. Und ja, dann geht es los. Wir machen das Ganze jetzt nochmal mit Musik.
Ja, das waren die Bewegungen mit der Federboa. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten freue ich mich, dich in meinem nächsten Video wiederzusehen. Tschüss, deine Jana.